one is connected to NFFB. Es ist für mich das dritte Mal, dass ich einen Erstkontakt zu einem TU-Satelliten aufbauen darf und da auch die Führung habe in der Kontaktaufnahme bzw. in dem Betrieb. Und es ist jedes Mal eine Herausforderung, alle Eventualitäten auch mit zu berücksichtigen, insbesondere für die Dinge, die vielleicht mal nicht so gut laufen können. Und ja, in der Raumfahrt zu arbeiten, kulminiert meiner Meinung nach genau in so einem Punkt, mal so einen Erstkontakt durchführen zu können, so in dem Missionskontrollzentrum zu sitzen und auch die ganzen Leute mit dabei zu haben und eben auch diese Atmosphäre zu haben, die wirklich sehr, sehr spannend ist. Wir sind am 1. Dezember an Bord einer Falcon 9-Rakete gestartet. In diesem Fall ist es speziell, ein spezieller Start, weil wir nicht direkt ausgeworfen wurden, sondern mit der Firma D-Orbit auf einem Orbit-Transfer-Vehikel gestartet sind, das heißt Ion. Und das Ion-Vehikel hat uns heute erst ausgeworfen, nachdem dieser selbst erst in Betrieb genommen wurde, andere Missionen schon ausgeworfen wurden, beziehungsweise andere Satelliten und auch Missionen, die dort drauf verbleiben, durchgeführt wurden. Wir haben heute die erste Kontaktmöglichkeit etwa 3 Stunden nach Auswurf gehabt über unsere Bodenstation in Berlin. Unser Ziel war es da, die erste Telemetrie vom Satelliten zu empfangen, das heißt den Zustand des Satelliten zu evaluieren. Hat er genügend Energie, kann er mit uns kommunizieren, hat er Daten auch aufgenommen. Main switches and voltages, please. It's set, yeah. Able to set and high ISO. Wir können jetzt sagen nach dem Erstkontakt, dass das der Fall ist. Wir haben positive Telemetrie erhalten im Erstkontakt, die bestätigen, dass diese Batterien geladen wurden, dass wir Energie auch generieren in die Batterien, das heißt mit Hilfe der Solarzellen. Der Onboard-Computer ist aktiv, von dem haben wir Telemetrie angefordert und als Implikation haben wir auch ein Kommunikationssystem aktiv, womit wir auch kommunizieren konnten. Das war also alles in allem ein erfolgreicher Erstkontakt. In this mission we are trying to fly in a helix orbit because it's a safe orbit with very low collision risk between the two satellites. And this way the two satellites can fly very close to each other and do Earth observation or navigation and other applications. So after deployment of the second satellite, we will check if all the subsystems are working correctly, especially all the AOCS sensors, attitude control, and also the propulsion system. That will take a few weeks, and once that has been done, we will slowly try to bring the satellites closer to each other, and it will take a few weeks to a few months. We are extremely proud of ourselves, how we did over the last 5 years. And we know so far any problem we had encountered, we have overcome. Hopefully there should not be any more problems, but even if there are, it's not a big deal. I'm sure we will be able to overcome as well. Wir werden über die Mission weiterhin über unsere Projektwebsite auf der TU-Website auf den Laufenden halten. Wir posten aber gleichzeitig auch immer auf unserem Twitter- bzw. X-Kanal TUPSpace News.